Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, ein neuer Abonnent oder eine neue Abonnentin soll ich erwähnen und grüßen. Habe ich einmal vergessen, natürlich nicht ganz vergessen. Das ist die Seilsprung-Maschine. Nee, Seilspring-Maschine 1. Neuer Abonnent oder neue Abonnentin auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Robin Hood. Den Kanal habe ich schon knapp 3 Jahre. Und momentan schießt er richtig in die Höhe. Ich habe ja auch noch andere Videos auf meinem Kanal. Und insgesamt habe ich pro Monat über 8000 Aufrufe. Mein Kanal soll auch einen Mehrwert haben. Und das ist halt Gesundheit. Damit habe ich mich jetzt schon, ich werde dieses Jahr 40, schon über 3 Jahre mit beschäftigt. Oder sagen wir mal 2,5. Ja, und das Wissen teile ich natürlich gerne mit euch. Genau. Ja, herzlichen Dank für 270 Abonnenten. Also wenn das mit den Abonnenten so weitergeht, dann sollten wir dieses Jahr locker die 300er Marke knacken. Also was am längsten gedauert hat, waren 100 Abonnenten. Ja, ist immer so bei neuen YouTuber. Das war aber ein großer Meilenstein, die 100er Marke. Ja, jetzt sind wir schon bei 200, über 200. War auch ein Meilenstein. Ja, und ich glaube, dieses Jahr schaffen wir die 300er Marke. In meinen neuen Videos mit diesem neuen Spiel macht immer jemand einen Daumen runter. Immer noch. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt. Wie gesagt, wenn jemand einen Daumen runter macht, dann soll er mir einen Kommentar schreiben, was ihm nicht gefallen hat. Dann kann ich, weiß ich, was ich noch verbessern könnte. Ne? Ja, wenn man einen Daumen runter machen, dann sollte man auch sagen, warum. Naja, gut. Im Hintergrund seht ihr, jetzt kommt es ein bisschen näher. Ja, wenn man den allein schon den Scheinwerfer vorne anguckt, der sieht fotorealistisch aus. Ja, White 3 ist das beste Motorradspiel, was es auf dem Markt gibt. Und wollte ich schon lange haben. Ja, ich werde langsam auch besser. Ja. Ich habe ein neues Video für euch noch. Das werde ich auch wieder hochladen, ist ja klar. Forza Motorsport 7. Bin ich einfach mal mit einem Porsche Turbo eine Runde, 2 Runden über die Nordschleife gefahren. Werde ich auch, ja, morgen. Also wir haben heute den 28.04. 20.11 Uhr. Kriegt ihr morgen, werde ich das denn hochladen für euch. Ja, dann schauen wir uns, bevor wir mit der Maschine fahren, da hatten wir Ende der letzten Folge auch gemacht, aber wollen wir uns hier nochmal anschauen. Ja, die ist schon ein bisschen stärker. Vor allem, das ist ein Zweitakter. Eine geile Klasse. 95 PS, Zweitakter. So. Eine Susi. Hat auch schon Doppelscheiben vorne. Man kann auch ranzoomen. Richtig geile Optik. Ja, und hinten 4 Auspuffe. Es sind 4 Zylinder. Oben 2 und unten 2. Der Reifen ist ziemlich dünn. Aber wir werden sehen, wie sie sich fahren tut. Genau. Mittlerweile kenne ich mich mit dem Spiel auch schon besser aus. Ja, was ich euch sehr empfehlen kann, viele gehen jetzt ja gerade erst auf YouTube, auch wegen dem Erreger oder, ja, wisst ihr, was ich meine. Ich kann euch in dieser Zeit sehr empfehlen, wenn ihr viel zu Hause seid, euch Hörbücher anzuhören. Ja, der beste Anbieter, der hat ja 200.000 Hörbücher, das ist natürlich Amazon. Ja, richtig geil. Alles klar. So, das waren der Gruß aus den 80ern. Sind wir auch gerade schon, ne? Hatte automatisch gewusst, ja. Das wollen wir fahren jetzt. Ein Gruß aus den 80ern.
Ja, und Musik höre ich auch nicht mehr über YouTube, weil da werden dann manchmal Blödsinn empfohlen und dann klickt man den Blödsinn und hört den Blödsinn. Ich habe bei Amazon jetzt auch Amazon Music Unlimited, 8 Euro im Monat, 50 Millionen Songs. Geile Mucke drin. Alles klar, meine lieben Freunde. Das dazu. So. Gut, dann würde ich sagen, trinke ich meinen Kaffee aus und dann fahren wir Okayama International Circuit in Japan. Ich weiß nicht, ob Suzuka mit drin ist. Das ist meine Lieblingsstrecke, also eine meiner Lieblingsstrecken. Kann sein. Wäre sehr geil. Glaube ich aber nicht. Oder Spa. Spa wäre auch geil, wenn ich mit drin wäre. Am wichtigsten ist natürlich die Nordschleife und die ist mit drin. Das ist meine Hausstrecke. Da kenne ich jede Kurve, jeden Bremspunkt auswendig. Ja, gut, meine lieben Freunde, dann soll's losgehen. Ja, ihr seht schon 480 Leistungspunkte. Ja, haben wir jetzt natürlich überhaupt noch nicht. Die hat, na doch, 400 Leistungspunkte, ja. Freue mich auf das Motorrad. Auf den Sound bin ich mal gespannt vom Zweitakter. Dreht. Oh, die ist aber ganz schön schwer. Also 154 Kilo ist ganz schön schwer. Ein Moment. Ab 6500 kommt sie langsam in Schwung. Ja, das ist bei Zweitaktern so. Maximal bis 10.000 Umdrehungen. So, das sind die Reifen, hatte ich ja gesagt, ziemlich dünn. Ja, nur 120er und vorne nur 110, sehr dünn. Na gut, ein Rennrad hat auch ganz dünne Räder. Gut, meine lieben Freunde, es soll losgehen. Wünscht mir Glück. Alles klar. Geil. Geiler Tacho. Sehr gut bekommen. Vor uns ein Türke. Ja, wunderbar. Erster. Oh, der hebt vorne sogar bisschen ab. Ja, die macht aber Spaß zu fahren. Die Strecke ist auch schön. So, erste Runde vorbei. Eine ganz schöne Beschleunigung. Wir sind gleich auf 200, 230. Das ist serienmäßiger Topspeed.
Rate bis 10.000. Oh, 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 oh. Oh, der ist schlecht bekommen. Komm, 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 komm. Mist. Ah, wenn man... Oh. Jawohl. Geil. Ja. Wie viel Kohle? Oh, über 5.000. Ja, wenn man erstmal aus dem Flow raus ist, also beim Motorrad Rennspiele merke ich mittlerweile, man muss richtig im Flow drin sein. Mit links, rechts und die ganze Steuerung. Das ist bei Autos natürlich auch so, aber nicht so krass wie bei Motorrädern. Aber wir sind gut durchgekommen. Wesentlich langsamer als jene deiner Kontrahenten. Verringere die Schwierigkeit, um schwierigere spielen zu können. Ach, das bietet er uns jetzt an, weil ich wusste immer nicht, wie man das macht mit der Schwierigkeit. Weil wir wollen ja auch Motorräder freischalten und meistens auch Gold schaffen. Ja gut, machen wir. Wie erhöht? Ich weiß es nicht. Da oben steht immer noch Schwierigkeit leicht. 50%. Ja, normalerweise müsste man hier das ja ändern können. Aber kann man nicht. Oh, drei Deutsche auf dem. Ach, einer ist bei Twitch. Und alle mit der RG 500. Gut. So, Regelwerk. Ich weiß nicht, wo man die Schwierigkeit ändern kann. Jetzt kommt, ach, Teneriffa wieder. Aber diesmal komplett. Ja, ihr seht schon, da gibt es auch einen anderen Abschnitt. Das ist ein Straßenkurs. 8 Kilometer. Da kommt sehr auf Topspeed an. Wollen wir mal sehen. Ich glaube, hier werden wir Schwierigkeiten haben, auf den ersten Platz zu kommen. So, wo haben wir hier vielleicht die Schwierigkeit? Nein, haben wir auch nicht. Mhm. Ja, bei Bike ein Rennoption. Ach hier. Mittel. Das ist ja noch schwerer geworden. Jetzt können wir es umstellen. Wir hatten 50. Wir gehen mal auf 40. So. Wunderbar. Oh.
Oh. Ja, manchmal muss man auch mehr riskieren als die Fahrlinie. Oh. So eine Kurve, die kannte ich noch nicht. Mal gucken. Reicht das jetzt? Nein. Muss ein bisschen weiter zurückspulen. So. Geil. Lange Rechtskurve. Ich glaube, das ist die dritte Passage. Zwei hatten wir schon. Macht sehr viel Spaß. Oh, 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 oh. Oh. Jawohl. Aber mittlerweile komme ich auch besser damit zurecht mit dem Spiel. Wenn man besser damit zurechtkommt, macht es auch heiden Spaß. Muss ich sagen. Die Maschine fährt sich aber generell sehr gut. Na gut, in der zweiten Runde werden die Gegner schwächer. Wir kriegen jetzt durch die Schwierigkeit Reduzierung weniger Geld. Muss man immer abwägen, dafür aber mehr Sterne. Na, einer kommt noch nah ran. Ja, darf man nicht unterschätzen. Keine Gummiband-KI. Glaubt nicht, dass das Spiel eine hat. Oh, oh. Oh, Bodenwelle. War's, ne? Ja. Geil. Errungenschaft. Gibt's wieder so 5000? Bestimmt. Na, nicht ganz. Ja, die Schwierigkeit ist jetzt auf 40%
Das kann man so lassen. Alles klar. Aber Moment, meine lieben Freunde, ich muss noch mal einen Kaffee einschenken. Und eine Floppe. Das muss sein. Na, ich habe schon fast alle Indianer Tabaks durchgetestet. Ich rauche den Jeep schon über 10 Jahre. Als er auf den Markt gekommen ist, der Pueblo, habe ich den gekauft und seitdem rauche ich eigentlich auch nur noch ohne Zusätze. American Spirit ist auch nicht schlecht. Ist natürlich alles Geschmackssache. Pepe ist auch nicht schlecht. Pil Roya gefällt mir nicht so gut. Ja. So. Eine kleine Pause hier einlegen. Na! Da ist mir die Floppe runtergerollt. Machen wir aus. So. Route 66. Ja. Aber die gibt es. Das ist geil. Da geht es nur geradeaus. Ja gut. Das ist ja ziemlich einfach. Ein Drag-Race, ne? Ein Kilometer insgesamt. Optisch geil. Da hinten das mit den Motels. Normalerweise sollte man die einmal im Leben gefahren sein. Am besten natürlich mit einem Wohnanhänger. So. Geil. Boah. Nicht schlecht. Er zeigt aber keine anderen Bilder. Gut, dann machen wir die Fluppe mal wieder aus. So, Kaffee. Trinken wir danach. Ist noch zu heiß. So. Vorwärts. Ach, manuelles Schalten. Ja, wo denn? Aha. Auf B ist das. Auf dem B-Knopf. Ich habe ja schon gesagt, ein Drag Race. Ja, das haben wir verloren. Also auf B schaltet man. Das Geld kriegen wir aber trotzdem. Ich möchte es aber nochmal neu starten. Ach so, das geht noch weiter. Ja, wir sind aber Halbfinale. Gut, ziehen wir durch. Ein Dreckreisen mit Motorrädern, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, fahren wir nochmal. Aber, ein Moment. Ich möchte nämlich Gold haben und das jetzt nicht hier 3-4 Mal nacheinander machen. Deswegen, wir wissen ja jetzt, wie das geht. Nein. Oh. Jetzt gehen wir mal auf ganz leicht. So. Ja. Hat das geklappt? Ja. So, das sollten wir jetzt aber schaffen. Oh, zu früh geschaltet. Das mag ein Zweitakter natürlich überhaupt nicht. Wir brauchen mehr Drehzahl. Nee, das kannst du vergessen. Gleich nochmal. Ach, beim ersten muss man auch schalten. So. Moment. Moment.
Na? Das schaffen wir nicht. Nö. Geil, aber das Panorama da links. Das brauchen wir gar nicht nochmal probieren. Wir werden es natürlich nochmal probieren. Na gut. Das müssen wir anders machen. Ich habe da schon eine Idee. So. 480 pp. Wir müssen... Ja. Vielleicht ein Quickshifter, der bringt schon was. Wir brauchen natürlich Beschleunigung. Was kostet das? Moment. Oh, das ist ja geschenkt. So. Getriebe. Renngetriebe. Nur Geld haben wir. Ich weiß nicht, was das bringt. Das zeigt er nicht an. Es bringt anscheinend nicht viel. Kette. Mehr Drehmoment, aber... Ach, die Optik ändert sich sogar. Das ist geil. Ne, das bringt hier alles nicht viel. Motor. Rennkolben. Topspeed auch. Ja, ist die Frage, ob das jetzt wichtig ist, das kostet alles so viel Kohle. Ne, das ist zu günstig, das bringt auch nicht viel. Zylinderkopfbearbeitung. Oh, das bringt aber eine ganze Menge. 5000. Von 400 auf 412. Sagt er jetzt, kann man nicht sehen, aber das machen wir. Und ich hoffe, dass wir damit Erfolg haben. Ja, das bringt auch viel. Topspeed. Achso, das muss dann aber reichen. Weil wir brauchen nachher noch ein neues Motorrad. Aber wir kriegen natürlich auch immer mehr Kohle. So. Moment. So. Ja. Wollen wir mal sehen, ob wir es jetzt schaffen. Schwierigkeit müsste weiterhin auf leicht sein mit 20%. Wieso sind wir schon? Sind nur so wenig oder was? 416, einer hat 418. Und das müsste jetzt aber klappen. So. Jawohl. Nicht zweiter Gang. Warum ist das so gut vom Startwerk gekommen? Ich denke, man muss. Hat er schon den ersten Gang drin gehabt oder was? Nö. Übelst. Na gut. Das sind jetzt die schnellsten. Vom schnellsten. Ich mache das jetzt so lange, bis wir das geschafft haben. Ihr könnt, ja, was soll ich machen? Ich schneide meine Videos nicht. So. Mensch. Naja, dritter ist ja schon mal nicht, ist ja schon mal was. Gott, ist er. Hey! Oh! Auf den letzten Drücker noch.
Aber wir kriegen dafür Geld. Ja, können wir jetzt nichts machen. Das muss so durchgezogen werden. Haben wir jetzt überhaupt einen Stern? Na okay, hier schaltet man sowieso nichts frei an Motorräder. Dann machen wir das jetzt fertig, weil ich will mal ein bisschen Mucke hören heute. Mache ich jeden Tag. Party. Gut. Na nee, das wollen wir jetzt nicht mehr. China. Macau. Die hatten wir noch gar nicht. Ein Zeitrennen, ne, das ist auch schwer. 2 Minuten 47 müssen wir schaffen. Kriegt man da überhaupt Kohle nachher? Ich glaube schon, ne? Macau, das erste Mal in Macau. Geil. Wunderbar. Ach, ein Straßenkurs. Oh, das könnte schwer werden. Das könnte schwer werden, ja. Ja, das ist jetzt ohne Gras an der Seite und ohne Auslaufzonen. Die Strecke sollte man kennen. Aber unser Motorrad ist getuned. Also mit einem getunten Motorrad sollten wir Bronze auf jeden Fall schaffen. Sehr schwer. Geil. Oi, oi. Glück gehabt. Oh, oh, oh. Ja, das kann passieren. Oh. Ja, man würde gerne mal nach links und nach rechts schauen, weil die Strecke so geil aussieht. Oh, 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 oh. Nix. Ah, ätzend, Alter. Da hat was Positives, die Strecke aber auch sehr schwer, weil ich kenne sie nicht. Ich kenne die Strecke zum... Na! Allerersten Mal. Sehr anspruchsvoll. So, war's das jetzt? Nee. Oder? Nein. Lange Strecke. So ähnlich wie Tokio bei Gran Turismo. Aber das war's jetzt, ne? Na, gib Gas. Los. Ne, das war's noch gar nicht so. Übelst. Ich will nur Bronze haben. Ja. Wunderbar. Achso, das war... Ja, das ist sehr schwer so zu fahren.
Gut. Bin aber irgendwie auch froh. Aber haben sie geil gestaltet. Hier mit LEDs, hier mit verschiedenen Farben und so. Schon cool. Ja, ich glaube, auf dem Leichten ist das jetzt auch leichter von der Zeit. Naja, gut. Aber Zeitrennen mag ich nicht gerne. Ich freue mich, da müsste da jetzt noch ein Rennen kommen. Das letzte. Mal gespannt. Was ist das denn? Ach, jetzt kommt eine Meisterschaft oder was? Sportsland Sugo, Brands Hatch Circuit und Imatra. Das dauert aber. Na gut, dann höre ich auch ein bisschen länger Mucke. Kinder müssen sowieso nicht in die Schule. Momentan. Und da bin ich dann mal gespannt. Sugo. Auch zum ersten Mal. Über 30 Strecken sind mit drin. Gut. Ist das jetzt ein Zeitrennen? Meisterschaftsinfo. Rennen? Starten? Ja doch, ein Rennen. Geil. Da sollten wir gute Chancen haben. Na gut, die Schwierigkeit ist jetzt auch ganz leicht. Schwierigkeit ist in Ordnung. Es kann natürlich sein, dass sie am Ende des Rennens langsamer werden. Aber irgendwie gefällt mir die Strecke. Aber der Rennanzug, also da müssen wir noch was machen am Rennanzug, der gefällt mir nicht. Zu viel Weiß drin, der weißen Arsch. Na, wieder die Deutschen hier. Deutsch-deutsches Duell. Ja. Oh. Ei! Ah, das macht richtig Fun, Alter. Geil. Spät auf der Bremse. Korrigieren. Spät auf der Bremse. Also, das Spiel hat sich richtig gelohnt. Geil. Ich sag euch nach dem Rennen was. Weil ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Aber es geht an und für sich. Grafisch auf Ultra. Wir haben hier Ultra-Settings. Läuft astrein. Wir haben die FPS auf 60 beschränkt. Und das hat die Mikro-Ruckler beseitigt. Ein paar kleine Mikro-Ruckler sind noch drin. Aber das ist zu verschmerzen. Also die Strecke gefällt mir richtig gut. Die Kurve ist ein bisschen schwierig. So. Letzte Runde, ne? Vorne abgehoben. Geil.
Ja, das ist unser schnellstes Motorrad bis jetzt. Und die schnelleren machen ganz schön Laune. Und ihr wisst ja, was da alles noch für Motorräder kommen. Sogar Rennmotorräder. Aktuelle Rennmotorräder. Das sind natürlich dann die allerstärksten. Aber ich glaube, ich habe mal durchgeschaut, eine Suzuki Hayabusa ist leider nicht mit drin. Müsste aber eigentlich. Werden wir natürlich alles noch sehen. Früher war die Suzuki Hayabusa die stärkste serienmäßiges Motorrad auf dem Markt. Die hatte schon serienmäßig 200 PS. Da sagen wir mal, ich glaube 194 oder 196 PS. Der Ghost Rider, der hat sie ja getuned, aber mit Doppelturbo, mit über 400 PS. Wenn ihr den Ghost Rider nicht kennt, gebt mal bei YouTube Ghost Rider ein. In Deutschland hatten wir den Turbo Rider. Aber der hat sich totgefahren. Der Turbo Rider hat sich totgefahren. So vier Deutsche. Gottlob. Ja, Gottlob, das gefällt mir. Ah, ACAB, ja gut, ist Ansichtssache. Geil. So, drei Strecken. Dann haben wir nachher auch genug Kohle für ein neues Motorrad. Imatranja. Geil. Und Regen gibt's auch. Das muss in Schweden sein oder irgendwo im Norden. Ich glaube in Finnland. Da ist ja ein Elch oder ein Rentier oben rechts. Geil. Auch ganz neu. Bin mal gespannt. Manchmal muss man auch ein bisschen rabiater rangehen. Macht ja auch nichts. Wir haben ja die Rückspuloption. Oder haut euch da vorne ganz schön ab, du. Aber wir bremsen uns ran. Ja, wunderbar. Oh, 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 oh. Ja, wir haben abgekürzt. Oi. In der zweiten Runde gebe ich mir mal ein bisschen mehr Mühe. Strafe 1,6 Sekunden. Ja, gut. Das werden wir rausfahren. Locker. Ja, ist jetzt schon fast zu einfach. Das war wohl die erste Runde, oder? Sonst wird das nämlich ein ganz schön langes Rennen. Die Sicht ist ganz schön beschränkt. Ja, erste Runde. Spät auf der Bremse, aber hat genau gepasst. Das wird ein langes Rennen, ja. So, wir wollen sehen, dass wir das ohne Fehler schaffen.
Ja, wenn man das irgendwann richtig perfekt kann, mit der Cockpit-Perspektive oder der Helmkamera, ist bestimmt auch sehr geil. So. Wunderbar. Ja, die Sicht ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber das ist ja auch realistisch. Am besten orientiert man sich an der mittleren Linie. Ja, geht noch weiter. Ach so, das war die, okay. Na, hier kann man immer ein bisschen später bremsen. Bisschen zu spät, aber das macht nichts. Oi! Krass. Ey, da kommen die schon. Ja, sogar das Schild. Also das konnte man nicht über den Haufen fahren. So. Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Da ist das Schild. Und so soll das ja auch sein. Obwohl mit dem Motorrad, ja, nee, also ein Schild kriegt man, das verbiegt sich, aber das reißt nicht ab, also. Zack. Und das passt aber gut für heute von der Zeit. Wir haben es gleich 21 Uhr. Für eine Platte, also für eine CD, die ich mir anhöre auf Amazon Music Unlimited, reicht das. So, ein Rennen kommt noch. Brands Hatch war das, glaube ich. So, ziehen wir noch ein paar Züge von der Flubbe. Ja, mein Vater hat auch ein Motorrad, der hat immer Motorräder gefahren. Der hat ja eigentlich das beste Motorrad, was man sich für Geld kaufen kann. Mein Vater hat schon längere Zeit die Honda Goldwing. Ja, die hat sogar ein Airbag, 6 Zylinder in Reihe, ich glaube 2400 Kubikzentimeter Hubraum. Ja, ich weiß nicht, ob die hier im Spiel auch mit drin ist.
müsste normalerweise. Also das ist das ultimative Motorrad, was man sich kaufen kann. Honda Goldwing. Brands Hatch, aber diesmal hoffentlich komplett. Ich glaube, das wird jetzt die komplette sein. Die kenne ich natürlich auch auswendig. Aber die ist nicht ohne. Moment. So, wünscht mir Glück. Letztes Rennen für heute. Vorbei. Geil rausgekommen. So, entweder geht es gleich links ab auf die Hauptstrecke oder es geht rechts gleich ab. Aber ich glaube, es geht jetzt links weiter. Ja, nicht links, rechts. Ja, es geht links weiter. Geil, die Hauptstrecke. Grand Prix-Strecke. Die erste rechts ist noch ziemlich schnell. Die hier. Die hier ist schon ein bisschen enger. So, und jetzt geht es hier wieder bergunter. Und die ist schwer zu fahren. Die ist verdeckt. So, jetzt geht es noch einmal links. Ja. So, dann kommt da hinten gleich der Start und Ziel. So schnell haben wir die Brands Hatch hinter uns. Das ist die komplette Strecke. Mag ich auch immer lieber als die abgehackten Strecken. Ich glaube, man kann sogar alle Strecken rückwärts fahren. Dann werden wir natürlich mal die Nürburgring-Nordschleife. Oh! Oh, was war das? Zu weit in die Kurve gelehnt. Das war das. Nee, ich glaube unser Hinterrad. Ey! Unser Hinterrad ist weggedriftet. Wir haben die Traktionskontrolle. Aber das reicht nicht. So, ist vorsichtig aufs Gas. Ja. Oh, oh, oh. Erstmal wieder in den Flow reinkommen. Naja, die hat ja auch nicht so einen breiten Hinterreifen. Und dadurch kann das dann auch mal passieren. Ne, also das Spiel ist sehr realistisch. Milestone, die Entwickler kennt man ja. Ich glaube, die haben auch die Rallye-Teile programmiert. Motorradrennspiele sowieso. Aber ich glaube, Milestone hat auch die WRC-Reihe programmiert. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Hier schon enger, ja. Oh, jetzt noch einmal die hier. So, haben wir sie gleich wieder geschafft. Grafik sieht sehr gut aus. So ein Entwicklerstudio. Also, ja, der zweite Teil war schon geil. Habe ich aber nicht gezockt. Den zweiten White-Teil. Den ersten kenne ich überhaupt nicht. Aber der dritte, da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. So, hier müssen wir aufpassen. Oh, wieder, ja. Ja, das ist realistisch. So, hier kannst du wieder Gas geben. Ja, das wird nachher noch richtig anspruchsvoll, wenn man stärkere Motorräder hat. Obwohl, dieses Motorrad hatte ich auch schon 100 PS. Also zu der Zeit war das in den 80ern wohl die stärksten Maschinen. Auf jeden Fall im Zweitaktbereich ist. Na,
Forever. Ja, wir müssen die Schwierigkeit im nächsten Video wieder ein bisschen nach oben setzen, dann kriegen wir auch mehr Geld. Also von 20 würde ich sagen auf 30, das testen wir alles noch aus. Aber am Ende der Folge kaufen wir uns noch einen neuen Rennanzug, weil der gefällt mir nicht. Da ist zu viel Weiß drin. Gibt ja auch komplett schwarze Rennanzüge. Der Ghost Rider hatte natürlich, das ganze Motorrad war schwarz. Hinten war die 666 auch noch drauf. So. Naja, der Großreiter war der Teufel auf dem Motorrad. Hinten hatte er die 666 drauf. Der hat irgendwann den Helm auch mal abgenommen. Da ist er von Schweden nach Deutschland gefahren. Und da muss er den Helm ja auch mal abnehmen. Und dann ist er über die Nordschleife gefahren. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, aber nicht nachmachen. Also das haben viele nachgemacht. Der Ghost Rider war ein Stuntman. Der Turbo Rider nicht und der hat sich die Hacken abgefahren. Ja, alles klar. Das war's für heute. Errungenschaft. Meisterschaft, das war die erste Meisterschaft. Na gut. Alles Deutsche, außer Gottlob, der ist nicht so stark. Gut. Ja, da gibt es natürlich ordentlich Cash. Geil. Neun Sterne. Auch geil. Jawohl. Ja, das war auch eine geile Folge, aber eine lange Folge heute. Bestimmt eine Stunde. Schätze ich mal so. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ja. Das haben wir, das wollen wir nicht. 250 Kubikzentimeter Legenden. Ihre Herzen schlagen im Zweitakt. Ja, das sind aber, glaube ich, Rennmaschinen. Geht's hier noch weiter? Ach, das wird freigeschaltet. Kawasaki Ninja ZX-10R. Geil. 38 Sterne. Kann man, glaube ich, damit freischalten. Ne, drei übrig. Ach, 36 haben wir. Geil. So, meine lieben Freunde, wir werden das natürlich nehmen. Ist das Suzuka? Sportsland Sugo. Nein, haben sie wohl keine Rechte zu. Gut, wir werden auf jeden Fall ein neues Motorrad kaufen. Moment. So. Aber die sind ja nicht so teuer. Aber ich glaube nicht. 61 PS, aber... Okay. 1990. Die sind ja neuer hier. Das sind 95. Und die ist noch neuer, ne? Ja, 2001. Vielleicht hole ich mir das Strolls Pack noch. Was haben wir denn hier? Ja, gut. 208 Leistungspunkte. 240, na, da werden wir natürlich die Kawasaki nehmen. Also wenn man sich das verstehe ich eigentlich nicht. Mal gucken. Beschleunigung 4,4. Die ist stärker. 4,5. Okay, 4,6 ist ein bisschen besser. Fahrverhalten 4,7. Und du hast ja auch besser Fahrverhalten. Bremskraft 5,6. Ja, 4,7. Das wundert mich. Die hat auch 59 PS. Und die hat auch mehr. Die Susi. Das verstehe ich nicht, warum die mehr Leistungspunkte hat. Also die hier. Die ist ein bisschen leichter, glaube ich. Die wiegt 131. Okay, das ist nicht viel. Drehmoment 39 Newtonmeter. Ja, also Zweitakt, beides Zweitakt. Alles Zweitakt, ne? Was muss man denn hier machen, um die frei... Den Band, die Rückkehr der Zweitakter ab. Ach so.
Nö, also wir nehmen definitiv die Susi. RGV250R. Ja. Die Farbe gefällt mir nicht so, obwohl lila ist eine geile Farbe. Das ist klassisch. Ja, das ist doch geil. Das soll, glaube ich, dieser Punkt soll, glaube ich, Lucky Strike sein. Nehmen wir auf jeden Fall in der Farbe. Präsentation. Geil. So, dann Showroom. Die hat doch 4 Auspuffe, oder? Nee, den hat sie nicht. Hinten schon 2 Scheibenbremsen. Nee, eine. Hinten 2 geht eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, das geht nicht. Wegen der Kette. Ja, vorne aber 2, ne? Ja, aber nicht gelocht. Geile Sache. Gut, meine lieben Freunde, dann wisst ihr, was euch in der nächsten Folge erwartet. Ja, einen Moment. Mir macht es langsam Spaß, Motorradrennspiele. Dann werde ich wahrscheinlich mir auch das neue MotoGP, kommt glaube ich erst der 20. Teil raus, das werde ich mir wahrscheinlich dann auch zulegen und mit euch zocken. Könnt ihr euch drauf freuen, das wollte ich euch vorhin schon sagen. Denn, ja, macht eine Menge Fun. MotoGP 2020, nee, das heißt denn einfach nur 20. Habe ich auch schon im Auge. Das werde ich mir definitiv auch noch kaufen. Ja, ihr werdet immer mit guten neuen Spielen versorgt. Ich habe jetzt auch für meinen Cloud-Rechner die doppelt so große Festplatte. Ja, genau. Und deswegen habe ich auch Forza Motorsport 7, ist ja 100 GB groß, darauf geballert. Und da kommt auch jetzt viele Videos mit Forza 7 wieder. Genau. Ja, ein neuer Abonnent oder eine neue Abonnentin, schreibt es mir in die Kommentare, heißt Seilspringmaschine 1. Was auch immer eine Seilspringmaschine ist. Grüße gehen raus. Danke für dein Abo. Ja, und bei euch bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Wie immer. Wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben und sehen wir uns bestimmt bald wieder. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.